Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Sportstrategie mit dem Stereo Trader in MT4, was wir im Namen der FX Wertpapier Handelsbank gemeinsam mit Oliver Schwab durchführen. Ich freue mich recht herzlich, Sie begrüßen zu dürfen zu dem zweiten Teil dieser dreiteiligen Webinarreihe und werde auch direkt gleich zu Oliver rübergeben. Vorher möchte ich Sie aber noch kurz fragen, ob Sie mich überhaupt verstehen können, beziehungsweise ob das Bild übertragen wird. Vielleicht können Sie mir da kurzes Feedback geben, ob von der Technikseite her soweit alles passt und soweit alles in Ordnung ist. Okay, das scheint zu funktionieren. Vielen Dank dafür. Ja, diese Chatfunktion können Sie natürlich auch gerne während des Webinars nutzen, um Fragen zu stellen. Und dann werden wir versuchen, natürlich auch auf diese Fragen einzugehen. Sie sehen gerade die FXFET Homepage und gerade war ja auch Stereo Trader zu sehen. Ich rufe das hier nochmal auf. Ja, Sie sehen das. Diese Partnerschaft gibt es jetzt schon seit einigen Monaten und ist ein sehr, sehr interessantes Add-on. Wenn Sie hier draufklicken, finden Sie Informationen dazu, können dieses Stereo Trader Demo natürlich auch testen. Und natürlich auch, wenn Sie ein Live-Konto haben, ist es möglich, wenn Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, dieses Add-on von uns sozusagen gesponsert zu bekommen. Ja, und mit diesem Stereo Trader gibt es auch gemeinsam mit Oliver Schwab natürlich ein weiteres Add-on, wo Sie die Sportstrategie anwenden können. Ja, und das ist das Thema des heutigen Webinars. Olli, ich hoffe, du kannst mich auch hören, oder ich denke, du kannst mich auch hören. Ich werde dich jetzt auch zum Organisator ernennen. Und ja, dann können wir, sobald du bereit bist, auch dann zu dir rüberschalten. Vielleicht kannst du mir kurzes Feedback geben, ob du soweit bist. Ah, so, ich bin soweit. Ich höre alles. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Ja, ich kann dich hören. Dann ernenne ich dich zum Moderator. Du kannst dann auf deinen Bildschirm schalten. Ja, und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem Webinar mit Oliver Schwab. Prima. Gut. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und auch den Bildschirm gut sehen. Ja, Teil 2 heute der Sportstrategie. Sport, was ist das nochmal? Kurz an der Stelle nochmal erwähnt, es geht um die einfache, also quasi eine Open Range Breakout Strategie. Ich habe Sport abgekürzt, weil Simple Predefined Open Range Trading ist ein schöner Begriff, den man sich einprägen kann und sagt einfach nichts anderes aus als ein einfaches, vordefiniertes Handeln aus der Markteröffnung. Wir werden heute sehen, dass diese Markteröffnung nicht zwangsläufig immer sehr eng vorgegeben ist und dass das Tool, gerade worum es heute geht, nämlich das Add-on für den Stereo Trader, die Sportstrategie, in Zusammenarbeit entwickelt, natürlich mit dem Entwickler auch des Stereo Traders, nämlich dem Dirk Hilger, eine Menge mächtige Tools nebenbei bietet und gewisse Vorteile bietet, sodass man diese Sportstrategie auf vielseitige Weise wirklich einsetzen kann. Ja, das werden wir hier auch mal heute live und direkt mal zeigen können, was das alles so beinhaltet. Nichtsdestotrotz, wie das immer so schön sein muss, alles muss auch seine Formalitäten erfüllen und deswegen an dieser Stelle ganz wichtig nochmal, wichtige Hinweise, Risikohinweise, die sind nun mal zwingend notwendig. Bei all dem, was ich hier präsentiere, handelt es sich um keine Anlageberatung und ja, den klar gegebenen Hinweis, dass man das so nachmachen muss, machen soll, sondern das ist von vielen Dingen abhängig, wie der eigenen Risikoklassifizierung, wie den eigenen Möglichkeiten, die man hat, die Risikoaversion oder die Risikoeinschätzung, die man selber hat, die Instrumente, die Märkte, die man handeln kann, regeln, handeln möchte, handeln darf, gegebenenfalls auch, weil es ja auch ein Wertpapierhandelsgesetz gibt, was man halt erstmal Voraussetzungen erfüllen muss, um halt gewisse Dinge handeln zu können. Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, deswegen auch eingehend dieser Text nochmal. Ist notwendiges Übel und muss immer vorausgesetzt werden, soll an dieser Stelle damit erfolgt sein. Ja, nochmal für alle die, die mich noch nicht kennen und vielleicht heute nur zugeschaltet haben, weil es jetzt ins Eingemachte geht, weil es um die Software geht, wie kann man die Software einsetzen, wie kann man sie benutzen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Oliver Schwab.
Ich habe 1985 begonnen, an den Börsen zu schnuppern mit dem Aktienhandel. Seit 1996 war ich dann auch beruflich im Handel, sowohl mit Privatkunden als auch institutionellen Kunden und in der Fondsabwicklung im Nachfolgenden auch beschäftigt, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich auch in diesem Ganzen eine Prüfung abgelegt habe für die Bereiche Futures und Commodities, also die ganzen Rohstoffe, und ja, mich dann ein bisschen weitergebildet habe, aber dann schnell gemerkt habe, vor circa 12 Jahren, dass das alles doch nicht so das Richtige ist, sondern ich zu meinem Steckenpferd zurück möchte, nämlich dem privaten Handel, also dem Aktienhandel, dem Handel an der Börse. Und wenn es denn so erfolgreich ist und auch Spaß macht, dass ich das auch gerne den interessierten Leuten so weitergeben wollte, die das so sehen. So kam ich dann zur Sportstrategie, und wir haben dann in der letzten Woche, und das soll auch die letzte Folie aus dieser Präsentation von der letzten Woche sein, da haben wir also kurz über die Grundlagen gesprochen. Was ist die Sportstrategie? Was ist der Ansatz? Wie ist die Strategie beschrieben? Dann haben wir einen Mustertrade gehabt, und natürlich haben wir auch über die Performance der Märkte gesprochen, die ja letztendlich grundlegend ist, warum man die Sportstrategie überhaupt einsetzt. Also für alle die, die das vielleicht letzte Woche nicht verfolgt haben, es gibt bei CapTrader auf der Webseite die Möglichkeit, dieses Video auch im Nachhinein sich nochmal anzuschauen, diese Grundlagen zu verinnerlichen und dementsprechend da dann reinzuschlüpfen. Da leite ich auch gleich weiter auf meine Internetseite, das ist www.talking-business.de. Da kann man vieles auch noch weitergehendes dazu natürlich nachlesen. Für die, das habe ich in der letzten Woche auch kurz erwähnt gehabt, gibt es hier einen schnellen Hinweis, wie man die Sportstrategie installieren kann. Natürlich hier in dem Hinweis auch die Verknüpfung zu FX Flat Cap Trader, wo man ein kostenloses Demokonto öffnen kann. Und ganz wichtig nochmal, Dirk Hilger hat sich damals die Mühe gemacht, als wir das Sport-Add-on für den Stereo Trader entwickelt haben, ein ausführliches Installationsvideo zu erstellen. Das kann man bei YouTube in seinem Kanal, ich glaube, es ist auch verlinkt über seine Webseite, und hier auf meiner Internetseite über diesen Schnelltest Sportseite und diesen Buttons Sport Bundle Installationsanleitung kann man direkt zu YouTube weitergeleitet werden. Das kann man hier einmal schnell sehen. Ich will das auch jetzt gar nicht weiter fortsetzen. Da ist alles ausführlich beschrieben, was das Setup betrifft. Deswegen möchte ich die Installation für dieses Sport-Add-on auch gar nicht in aller Ausführlichkeit heute behandeln, sondern lieber auf die Feinheiten der des Add-ons eingehen und dann die Zeit nutzen, die uns bleibt, im Nachgang noch Fragen oder eine Diskussion angeregt zu führen, wie man denn dieses Sport-Add-on letztendlich und warum und wie und wo handhaben kann. So, das soll es auch schon gewesen sein. Lange Rede, kurzer Sinn, steigen wir direkt ein. Hier haben wir nun ein FX Flat Demo-Konto im MetaTrader 4. Und wie wir bereits sehen können, ist hier der Stereo Trader installiert. Ja, und was wir nun machen können, ist halt hier dieses Sport-Add-on aufrufen. Das erfolgt relativ einfach, indem man zum Beispiel einen x-beliebigen Wert wählt. Ich nehme jetzt mal einen Wert, den ich noch nicht vorgegeben hatte, um das mal kurz zu zeigen, wie einfach das funktioniert. Ich mache hier ein Chartfenster auf, dann bekomme ich den Stereo Trader blanko angezeigt, wenn ich das neue Chartfenster öffne. Ich habe es mir für mich, der Einstellung halber, die klassische Ansicht gewählt, sodass es halt so nicht ganz so dunkel ist. So. Und dann habe ich hier in diesem Fenster unten die Möglichkeit, die ganzen Tools anzuwählen. Das ist natürlich in dem Fall, ist das unter Accounts und Indikatoren zu finden. So, dann ziehe ich einfach dieses Sport-Add-on in das Fenster. Ich habe das hier auf meinem Bildschirm. Dann erscheint ein kleines Fenster. Das bestätige ich einfach mit OK. Und schwuppdiwupp habe ich mit einem vordefinierten Wert, nämlich hier 9 bis 10 Uhr, den Sportindikator bereits in der Software installiert. So. Und das ist eigentlich auch schon von der Handels-
vom Handelsansatz her, ja, das Ganze, was ist passiert. Was passiert jetzt hier? Ich habe einen Beginn und ein Ende. Das ist hier vorgegeben 9 bis 10 Uhr. Das heißt, ich berechne diese Sportrange, diese Eröffnungsrange in der Uhrzeit 9 bis 10 Uhr. Jetzt hier angegeben in den DAX Mini CFD, der von FX Flat zur Verfügung gestellt wird. So, des Weiteren wird hier mir jetzt angezeigt, die Range, die dann bis 10 Uhr entstanden ist, wie groß diese Range ist. Das waren also heute im CFD bei FX Flat 41,25 Punkte. Das ist der Bereich, die Größe dieses Bereichs. So, und per Definition meiner Sportstrategie wäre es nun so, dass wenn ich aus diesem Bereich nach oben ausbreche, einen Long Entry mache mit dem Ziel TP2 hier oben das Ende dieses blauen Bereichs und im Falle einer Short-Bewegung diesen Bereich nach unten. Jetzt können wir schon sehen, dass das natürlich heute ein bisschen juicy, ein bisschen hin und her gegangen ist. Nämlich wir wären zuerst in einen Long gelaufen, der wäre hier unten ausgestoppt worden. Danach sind wir in einen Short gelaufen, der hat einen Teilerfolg gehabt, ist dann auch geclosed worden, ist hier unten noch in den TP2 gelaufen und dann hat das Ganze wieder gedreht. Was kann ich nun alles hier noch einstellen? Und das jetzt wird es interessant. Also ich kann zum Beispiel sagen, wann soll meine letzte Order nach der Sportrange ausgeführt werden? Das ist jetzt hier per Definition 16 Uhr. Wir haben jetzt 18.12 Uhr aktuell. Das heißt, selbst wenn der DAX im heutigen Verlauf nochmal in diesen Bereich reinlaufen würde und dann nach oben oder unten ausbrechen würde, wäre momentan nach der jetzigen Einstellung es so, dass keine neue Order eröffnet wird, weil der Schluss der letzten Ordereröffnung bei 16 Uhr liegen würde. Das kann man hier ganz einfach überschreiben, indem man zum Beispiel sagt, hey, der Markt macht ja um 22 Uhr zu. Eine Stunde vorher bin ich aber noch bereit, jede Order anzunehmen und raus möchte ich spätestens um 22 Uhr, wenn der Markt schließt. Das kann ich einfach, indem ich diese Felder anklicke, die neue Zahl eingebe und schon hat sich dementsprechend mein Zeithorizont geändert. Das ist natürlich ganz interessant. Jetzt kommen wir dann gleich mal hier zu dem nächsten Bereich. Hier haben wir einen Vorfilter und das ist zum Beispiel eine Besonderheit schon bereits, die wir sehen können von dem Stereo-Trader-Add-on der Sportstrategie. Ich kann hier einen Filter vorsetzen, indem ich zum Beispiel sage, wenn die Range besonders klein ist, dann ist die Gefahr relativ groß, dass wir oft hin und her gehen und auch öfter ausgestoppt werden und das Ganze nicht zum gewünschten Erfolg führen kann. So, und das können wir zum Beispiel dann verhindern, indem wir, das machen wir hier ganz intelligenterweise über die sogenannte Average True Range. Average True Range ist einfach eine weiterführende Range nach Wilder. Kann man überall nachlesen, was die Average True Range ist. Ist im Prinzip nichts anderes als ein Moving Average über einen gewissen Zeitraum, den ich festlege, der vergangenen Tage, was die Handelsspanne betrifft. Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder es wird immer der größte Wert gesucht, entweder Tagesanfang zu Tagesendkurs oder Vortagesschluss zum aktuellen Tageshoch oder Tagesschluss gestern zum aktuellen Tagestief. Egal, was davon der größte Wert ist, das wird als ATR-Wert genommen und dementsprechend dann vorausgesetzt. Also, ich habe dann hier dementsprechend die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn der Wert nicht mindestens das Dreifache ist des Minimums, dann will ich nicht handeln. Und genauso kann ich auch sagen, wenn die Volatilität zum Beispiel exorbitant groß ist, also ich zum Beispiel, wenn ich zwischen 9 und 10 bereits eine Bewegung von 150 Punkten hätte, oder 250 Punkten, das ist x beliebig, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering unter Umständen, dass nochmal ein Tag, also nochmal eine Bewegung von 250 Punkten erfolgt, ja, innerhalb des Tages. Insofern kann ich hier auch vorgeben, hey, wenn wir einen
eine Größenordnung überschreiten in der Bewegung der ersten Stunde, dann möchte ich auch nicht mehr handeln, weil die Gefahr, dass wir kurz in den Trade reinlaufen und das Ganze dann festhängt, so gegebenenfalls nochmal hier wieder reingeht und ich in einen Stop-Loss laufe, ist relativ groß. So, das dazu. Dann haben wir hier die Distance, das ist der nächste Wert. Und die Distance sagt mir nichts anderes, als dass ich festlegen kann, wie viel Punkte möchte ich, und da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dann kamen ein paar Fragen, ob man dann halt diesen einen Fehlausbruch, der vielleicht nur einen Punkt rüber geht, oder zwei Punkte und dann wieder hier, wie sowas, wie kann ich sowas vermeiden? Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich halt sage, ich aktiviere das jetzt mal kurz hier, damit man das sehen kann. Hier, jetzt können wir sehen, ich habe dann mal das als Trading jetzt aktiviert. Hier oben ist natürlich keine Order reingelegt worden, weil das Ding ja sich oberhalb bewegt. Aber hier sehen wir jetzt hier unten, wir haben eine Distance von 2, das heißt, er hat den Kurs etwas weiter unterhalb dieser Linie gelegt. Sieht man jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5 eingebe, dann wandert der Kurs. Das heißt, ich kann damit für mich, für meinen eigenen Wohlfühlfaktor, sagen, ich belege das dementsprechend, je nachdem, wo das Bit aktuell ist, mit einem anderen Wert. Ja? Und damit kann ich diese Fehler, ich kann es natürlich auch auf 0 setzen, dann liegt es exakt auf dieser Ausbruchslinie. Das hatten wir letzte Woche besprochen, da kamen auch einige Fragen zu und dementsprechend wollte ich das an dieser Stelle mal angemerkt haben. Das ist dieses Distance. So, dann das Risiko und das ist jetzt hier die Range. Das heißt, wo setze ich meinen Stop-Loss hin? Der ist bei mir immer auf der anderen Seite, deswegen ist das Risk gleich 1. Man kann natürlich hingehen und sagen, hey, mir ist das zu viel, das bin ich nicht bereit einzugehen, das Risiko, und kann das Ganze hier auf die halbe Range nehmen, auf irgendeinen anderen Prozentwert. Davor möchte ich nach meinem Erfahrungsschatz warnen, weil, und das hatten wir auch schon in der Theorie letzte Woche angesprochen, indem man kleine, enge Stop-Loss nimmt, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man öfter in einem Trade ausgestoppt wird, vielleicht ein Re-Entry macht, aber das schmälert unterm Strich die Möglichkeit des Profits am Ende des Tages. Hatten wir alles letzte Woche besprochen, gab es einen Muster-Trade, den ich dazu angeführt habe, warum das so ist oder so sein kann. Und dann haben wir natürlich hier die beiden Punkte, das ist TP1 und TP2. Der sagt nämlich, ich nehme 50% meines Gewinns mit, wenn hier 50% der Range erreicht sind. Und den Rest nehme ich mit, wenn das Target von 100% erreicht ist. Das definieren diese beiden Felder. Die sind dementsprechend voreingestellt. Kann man, wenn man möchte, dementsprechend feintunen und für sich selber ergänzen oder einfach austauschen, erweitern, verkleinern, wie auch immer. Das sind hier meine Daten, die ich so vorgegeben habe. Übrigens habe ich diese Werte für mich persönlich, wo wir gerade davon sprechen, sind die bei mir immer auf 0, beziehungsweise haben den großen Wert, sodass die beiden für mich bei mir nicht zum Tragen kommen. So, hier haben wir noch die BE, also die Break-Even-Einstellung. Das heißt, mein Stop-Loss, der ja mitzieht, ich zeige das gleich nochmal in anderen Werten, die heute bereits gelaufen sind, verändert sich natürlich, wenn der Kurs dementsprechend in die Richtung läuft, in die sich mein Target bewegt. Also, wenn 50% des Gewinns erreicht sind, das ist der Fall, dann wird der Stop-Loss, egal wo er sich hier gerade befindet eventuell, nachgezogen auf den Einstieg. Und der Einstieg ist immer dann definiert nach diesem Wert. So, hier habe ich vorgegeben, dass das Trailing zum Break-Even nach der Sportstrategie erfolgt. Und diesen Wert, da kommen wir nachher nochmal zu, das ist auch wieder eine Besonderheit in der Sportstrategie nach dem Stereo-Trader. Die gibt es so in der Form in meiner ursprünglichen Version nicht. Da werden wir gleich sehen, dass das Vor- als auch Nachteile haben kann in der täglichen Anwendung. Deswegen gehe ich da jetzt nicht genau nochmal genauer drauf ein. Aber hier können wir sehr schön sehen, wie sich das Ganze dann im Verlauf, im Setup etc. verhält. So,
Ja, das ist eigentlich auch schon im Großen und Ganzen das Geheimnis der Sportstrategie. Wie gesagt, im Demo-Modus, kostenfrei, oder einfach nur downloaden, Sportstrategie testen. Geht natürlich nicht im Echtgeldkonto, sondern dafür braucht man die kostenpflichtige Version. Aber auch da einfach mal mit FXFlat, CapTrader, wem auch immer, StereoTrader sprechen. Da haben wir vorgefertigte Pakete, Modalitäten festgelegt, wann und wie man das Paket wie erwerben kann. Einfach mal da dementsprechend nachfragen. So, nun schauen wir mal rein, wie sich das Ganze denn zum Beispiel heute verhalten hat. Nehmen wir mal hier, das ist jetzt der normale DAX CFD. Und hier haben wir jetzt das Ganze mal aufgeschaltet, so wie ich es festgelegt habe, mit einem Stop-Loss, der aktiv ist. Das macht man dann hier. Und hier ist jetzt definitiv der Exit definiert durch den Trail-Stop. Das hat jetzt hier, und deswegen habe ich es extra mal drin gelassen, explizit, weil es im heutigen Verlauf zu einem Nachteil geführt hat. Wir sind nach wie vor im profitablen Bereich, da gibt es gar nichts dran zu deuten. Ganz momentan läuft das ganz gut, langfristig gesehen sowieso deutlich besser. Aber es soll mal zeigen, was das den Unterschied ausmacht. Nämlich hier hatten wir einen Long Trade, der ist dann hier ausgestoppt worden, hat dementsprechend zum Verlust heute geführt. So, dann haben wir hier einen Short Trade gehabt. Jetzt kann man das ein bisschen schwer erkennen hier ein bisschen, weil ich muss mal gucken, ob ich das mit dem Plus... Ja, nicht wirklich. Hier mit dem, dadurch, dass der erste Position, der erste Teiltrade dann gefüllt worden ist, hat sich dann hier bis zu dem Punkt ist dann der Stop-Loss auf den Entry gezogen worden. Der Entry ist natürlich auch so clever installiert, dass er zum Beispiel eine Slippage, die erfolgt, weil man ein bisschen später reingekommen ist, mit berücksichtigt. Ja, deswegen kann diese Linie mal abweichend von dem Punkt sein, weil hier der effektive Ausführungspreis war, der Entry aber eigentlich hier gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja in der Position keinen Verlust mehr haben. Deswegen wird dann der Stop-Loss natürlich auf den Entry gezogen und nicht auf den ursprünglichen Trigger, sondern auf den real existierten Entry. So, dann ist, nachdem das Ganze ja dann weiter in den Profit gelaufen ist, hat dann nach dem ATR, weil das hier so eingestellt ist, und er geht immer nach der Spitze, ist dann hier nachgetrailt worden, der Profit im weiteren Verlauf. So, da wir immer nach dem Peak gehen und der ATR, hat es dann dazu geführt, dass der Stop-Loss lediglich hier hingezogen worden ist. Dann ist hier eine Korrektur erfolgt und die zweite Teilposition ist dann nur noch hier mit dem Sicherheitsstopp ausgeführt worden. So, was ist jetzt der Nachteil? Der Nachteil ist, hätten wir das Ganze auf den fixen TP gesetzt, statt auf den Trail, dann wäre die Position hier ausgeführt worden. Das heißt, ich hätte den Teilverkauf gehabt und ich hätte den vollen Verkauf gehabt, hätte also mal schnell gerechnet, 41 Punkte Range. Hier habe ich die 12, die Hälfte mitgenommen, abzüglich der Slippage. Aber rechnen wir mal mit 20 Punkten. 20 Punkte plus die 40 wären 60 Punkte Profit gewesen. Da wir das aber auf das Trailing haben ankommen lassen, wären es nur leider Gottes 20 plus hier vielleicht noch, was wären das gewesen, 23 statt der 28, 85, ja, 25 Punkte gewesen. So, danach haben wir zumindest hier im 15-Minuten-Modus sind wir dann direkt nach oben gelaufen und haben hier einen Long-Entry bekommen. Gleiches gilt hier wieder, der Stop-Loss ist bereits auf Break-Even gezogen, weil wir hier einen Teilverkauf haben. Wir sind in der Spitze darauf gelaufen, haben die ATR von 1. Dieser Trade läuft aktuell noch, weil er nicht ausgestoppt worden ist. So, das heißt, auch hier haben wir 20 Punkte mitgenommen. Die sind sicher. Wir hätten wir das normale TP-Trading gehabt, auch hier die volle Range gehabt. Das wären also auch 60 Punkte auf der Long-Seite gewesen. Also hier 60 Punkte, da 60 Punkte, wären 120 Punkte gewesen. Abzüglich dessen, was wir hier in dem einen Short verloren hätten, hätten wir unter dem Strich bereits heute ein Tagesplus gehabt.
Und das ist halt das, was an der Sportstrategie den Charme ausmacht. Man handelt es einfach durch, ganz konsequent. Mit dem Trail ist es halt so, dass man sich da die Chance eröffnet auf eine weitere Bewegung. Das, was ich auf meiner Webseite so mache, mit meiner Performance, ist aber die klassische Variante. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Das ist ungetrailt, einfach nur immer den Profit mitgenommen, hier oben, wenn der Punkt erreicht wird. Ja, wir schauen nun gleich mal in so ein paar Estimation, also wir schauen uns mal an, wie wir denn einzelne Werte für uns optimieren können. Weil, und das habe ich auch nochmal eingangs gesagt, und euch auch in meinen einzelnen Wochenvideos sage ich das immer wieder, die Sportstrategie, wie ich sie handle, ist eine Idee. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie können sich einen Porsche kaufen. Jeder kann sich einen Porsche kaufen, der das Geld dafür hat. Aber ob Sie dann mit dem Porsche einfach nur ein sicheres Gefühl haben und im Stadtverkehr unterwegs sind, bei Tempo 100, 120 auf der Autobahn fahren und ein defensiver Fahrer sind, oder ob Sie ein zusätzliches Fahrradtraining machen, Ihr Auto modifizieren und dementsprechend Fahrsicherheit gewinnen, Fahrsicherheitstrainings noch machen und dementsprechend dann auch mal an die Leistungsgrenzen, die erkunden wollen von Ihrem Auto. Hey, das machen auch nur vielleicht 2-3% der Besitzer, weil bei den meisten geht es einfach nur um den Komfortgedanken und zumindest im Hinterkopf zu haben, naja, wenn ich wollte, könnte ich eigentlich. Aber die meisten werden es niemals ausprobieren. Genauso ist es mit der Sportstrategie auch. Die kann eine ganze Menge. Man kann aber einfach nur das Ganze auch als Indikator sehen und sagen, hey, wie war die Bewegung in der ersten Stunde oder in der Zeit, in dem Zeitraum XY? Und was kann ich daraus ableiten? Was kann ich daraus für mich mit meinem Wohlfühlfaktor, wo ich noch bereit bin zu agieren im Markt, für mich rausholen? Und als Nonplusultra dann natürlich im Umkehrschluss dessen, wenn ich dann lange Zeit genug mit ausreichender Sicherheit das Ganze getestet habe, mit statistischen Zahlen, mit Backtesting, mit Zahlenreihen etc. oder im Demo-Trading eine Sicherheit gewonnen habe und die Märkte, Instrumente für mich gefunden habe, die ich gerne handeln möchte, dann kann man sich dazu entschließen, sagen, hey, so, in dem Instrument setze ich es jetzt ein. Also ich kann nur ausdrücklich davor warnen zu sagen, ich habe jetzt hier ein 5.000, nehmen wir mal eine Zahl, einfach wild herausgegriffen, ich habe jetzt hier ein 5.000-Euro-Konto, und damit hole ich mir das Sport-Add-on für den Stereo-Trader und schalte das wie wild in allen möglichen Instrumenten frei, weil das muss ja laufen. Man braucht auch einen gewissen Risikopuffer. Deswegen habe ich auch die Drawdowns, auf die ich immer wieder hinweise, explizit lang und ausführlich besprochen. Da sind auch Risiken drin. Und wenn man das mit seinem Risikomanagement und mit der Size-Auswahl, mit der Positionsgröße kombiniert und einstellt, man muss sich in Geduld üben. Und dann wird man am langen Ende über den Hebel, den man im Nachhinein bekommt, weil man über mehr Equity verfügt und langsam sukzessiv die Positionsgrößen erhöhen kann, aber nicht überhebelt, wird man auch dementsprechend erfolgreich damit sein können. So viel zu der Theorie auch nochmal in dem Sicht. Jetzt schauen wir das Ganze doch mal an. Also die klassischen Beispiele, Eröffnungsrange wie 15.30 Uhr, 16.30 Uhr. Wir können ja kurz einmal hier mal rüber schauen, was denn heute gewesen wäre. Zum Beispiel hier, da haben wir den S&P 500. Ich verkleinere das mal ein klein bisschen, das ist ein bisschen besser, das Ganze. So, hier ist der Trade. Einfach nach der Eröffnung schön sauber durchgelaufen mit dem Trailing Limit. Und wir haben da insgesamt heute 11,5 Punkte hier in dem Bereich CFD im S&P Future abgeholt. So, hier im Dow Jones CFD anders ein bisschen tickweise gelaufen, weil halt hier auch nach der Einstellung, die ich halt vorgegeben habe, ist halt der ganze hinterher mit dem Trail Limit ausgestoppt worden. Aber wir können interessanterweise auch hier sehen, diese Marken, die ich vorgebe von meiner Berechnung, die haben ihre Berechtigung. Weil, wo sind wir hingelaufen
nach Ablauf der ersten Handelsstunde sowohl im Dow Jones haben wir das TP oben erreicht. So, wir sind hier im Text, sind wir durch, da habe ich heute vergessen, das Ding scharf zu schalten, da ist kein Trade erfolgt, aber wenn der hier getradet worden wäre, nun ja, mit einer Range von 1, hätte das eine super schöne Performance gegeben heute. Hat es aber nicht, weil ich den nicht aktiviert hatte. Ja, aber da kann man sehen hier, wo kommen die Punkte her? Hier auch nochmal. So, wir sind weitergelaufen. Okay, schön und gut. Aber das Interessante ist, und das passiert in vielen Handelstagen, wir laufen an diese Punkte, ob hier oder hier oder auch nur die Hälfte. Wir laufen da sehr oft dran. Und da ich einfach an mehr Tagen im Jahr insgesamt diese Range erreiche, als dass ich in den Stop-Loss laufe, gewinne ich am langen Ende. Das versuche ich immer und immer wieder zu verdeutlichen, dass diese Sportrange mit der Eröffnungsrange eine absolute Daseinsberechtigung hat. Weil man kann Marktverhalten aus der ersten Stunde ablesen. Das sage ich immer mal wieder. Und in meinen ausführlichen Seminaren, wie auch immer Webinaren, die natürlich von meiner Seite her kostenpflichtig auch angeboten werden hin und wieder, momentan sind auch weitere in Planung. Da kann man das mal sehr ausführlich erarbeiten, woran das liegt, weil da steckt eine ganze Menge Know-how dahinter. Das sieht erstmal einfach aus, aber es gibt immer die Frage, ja, aber der Markt macht ja schon um 8 Uhr auf, warum nimmst du nicht die Zeit von 8 bis 9? Nein, ich nehme sie nicht, weil dann das nicht stattfindet. Ja, und das gilt für viele Werte. So, und jetzt gehen wir doch mal hin und nehmen mal in der Zeit, die uns noch verbleibt, einfach mal zwei andere Werte mal völlig rausgegriffen aus dem Geschehen und versuchen mal die Sportstrategie herzuleiten. Also die Sportstrategie muss ja nicht zwangsläufig jemand in einem Index handeln, man kann es im Forex handeln, man kann es auch auf Einzelwerte handeln. Da muss halt jeder schauen, hey, habe ich eine tolle Idee, bin ich besonders pfiffig? Und das geht extrem gut mit dem Stereo-Trader. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir nehmen mal diesbezüglich einfach mal das Pfund Yen. Machen ein Chartfenster auf. Packen den hier rein. So. Sind hier nicht im Trading-Modus, sondern haben hier gar nichts installiert. Ziehen also wieder den Sport-Trader hier rein. Aktivieren den. So. Sind jetzt aber nicht im Handelsmodus, sondern gehen jetzt mal hier in die Estimation. Das heißt, mit der Einstellung, wie ich sie hier habe, gehe ich einfach hin und schaue mir das Ganze an, wo denn der Wert hier hinläuft. So. Und hier können wir zum Beispiel sehen, muss ich mal eben schauen einmal. Ja, hier haben wir das Pfund-Yen-Verhältnis. Warum habe ich jetzt hier eine Uhrzeit von 2 bis 3 genommen? Nun, das ist die Eröffnungszeit japanischer Handel. Und da wir ja Pfund-Yen, bewegt sich eine ganze Menge in der Zeit von 2 bis 3 und danach. So. Wenn ich jetzt mit meiner fixen Methode daran gehe und sage, hey, okay, 2 bis 3 Uhr, eine Stunde Handel, danach TP, wird nach der Sportstrategie gehandelt. So, das mal die Grundvoraussetzung. Dann laufe ich da auf. Wenn ich hier das Ganze mir direkt in einem Estimator angucke, beim Stereo Trader, dann kann er aufgrund der vorangegangenen Handelstage, die mir mein Broker als Kurse anbietet, direkt ausrechnen, wie denn der Erfolg wäre, wenn ich das in der Vergangenheit mir so angeschaut hätte in dem Paket. Ja, und das wäre hier ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, wenn ich die Sportstrategie von 2 bis 3 mit meinen Vorgaben so handeln würde, sowohl Long als auch Short, hätte ich ein negatives Ergebnis von 30 Ticks. Insgesamt in 21 Handelstagen. Ja, mit dementsprechend Drawdown, Verlust und so weiter und so fort. Und nun schauen wir uns einfach die Optimierung an. Zum einen
Ich will das jetzt ein bisschen überspringen, weil wir ja auch nicht so viel Zeit haben. Haben wir den Handelszeitraum wesentlich ausgebaut, indem man hier einfach mal die Zeiten verschoben hat. Letztendlich kamen wir darauf, und diesen Hinweis habe ich von einem Trader, der die Sportstrategie in dem Bereich sehr erfolgreich umsetzt, hat gesagt, schau dir mal die Range an von 2 bis 8. Also quasi über den gesamten japanischen Handelszeitraum. Und daraus leite dann mal einen Ansatz ab, insgesamt für dich, über den weiteren Verlauf, also sprich, wenn Europa eröffnet, wenn USA eröffnet. Nun, habe ich gemacht, mal reingeworfen und für die letzten 20 Handelstage, wie wir sehen können, long und short gehandelt, erweitert sich der Verlust extrem. So, nun gehe ich hin und sage, ja, aber ich möchte ja vielleicht diese langen Bewegungen noch weiter mitnehmen. Das kann ich halt machen, indem ich halt den TP zum Beispiel ausschalte und sage halt, hey, wir trailen das Ganze, also über diesen TP hinaus. Und schon, schwuppdiwupp, wie aus Geisterhand, sehen wir plötzlich, wird unser Ergebnis positiv. Wir haben aus dem Verlust, den wir vorher hatten, einen Gewinn von 104 Pips, die wir in den letzten 21 Handelstagen gemacht hätten, wenn wir das so gemacht hätten. Nun gehe ich noch hin und sage, hey, ich will ja wie bei den US oder wie bei den europäischen, amerikanischen Aktien, was ist denn, wenn ich das dann, diese Range zwar, aber den Handel nicht um 15 Uhr stoppe, sondern bis 22 Uhr durchhandel und sage halt nur, 21 Uhr letzter Handel. Dann bin ich schon bei 124 Ticks, die ich gewonnen hätte. So, und dann kann ich zum Beispiel noch ein bisschen spielen und sage, was ist denn, wenn ich zum Beispiel nur Longs handle oder nur Shorts handle? Nur Shorts mit der Methode bringt mir nichts. Schauen wir mal schnell, ob die Methode besser gewesen wäre, wenn ich mit einem festen TP gearbeitet hätte. Nein, auch nicht. Okay, also kann ich schon sagen, die Short-Seite lohnt sich da mit dieser Strategie eigentlich weniger. Mach doch nur die Long-Seite. Weil das ist momentan zumindest so, hey, wenn du die Long-Seite mit dem Pfund Yen handelst, hast du 150 Pips, die du in 21 Tagen gemacht hattest. Und so kann man halt sehr schnell das Ganze überprüfen. Zwei wichtige Sachen natürlich. Man sollte halt schauen, dass hier der Spread, der mir angezeigt wird, der ja der Broker vorgibt, der wechselt mal. Klar, das kennt man im Forex, dass man hier mit einem Estimator-Spread, einem realistischen Bid-Ask-Spread arbeitet, der halt hier auch vorgegeben ist. Also, dass man da einen vernünftigen Spread verwendet. So. Und dann kann ich natürlich noch hingehen und zum Beispiel sagen, nun, wenn ich diese kleinen Ranges weglasse, um Fehlausbrüche zu vermeiden, bringt es mir einen statistischen Vorteil, wenn ich sage, der sollte mindestens die Durchschnitts-ATR haben, damit ich in den Markt einsteige. Können wir mal schauen. Gut, bei 1 ändert sich nichts. Nehmen wir einen Wert von 3, dann wird er zum Beispiel wieder negativ. Nehmen wir einen Wert von 2, auch negativ. Also sollte man, so sagt zumindest dieser Bereich, den Wert nicht einschränken, sondern sagen, was da vorgegeben wird in der ATR, sollte keine Berücksichtigung finden. Dann kann ich auch hier mal schauen, hey, sollte ich diese Trail Distance vielleicht irgendwie mit dem Faktor ein bisschen arbeiten? Gut, macht auch nicht so die Welt. Wir sehen aber hier, was ich damit sagen wollte, ist jetzt, wenn wir uns das jetzt abschließend nochmal anschauen, wir hatten eine ursprüngliche Umsetzung in der ersten Handelsstunde und haben dann einfach mal mit diesen Parametern gespielt und sind dann relativ einfach, relativ schnell auf einen profitablen Faktor gekommen, nämlich, dass es sich momentan zumindest lohnt, im Pfund-Yen-Verhältnis Long Trades zu machen mit der Sportstrategie. So, und wenn ich dann der Überzeugung gekommen bin, dass das so funktioniert, dann kann ich dieses Ding aktivieren. Wie man längere Zeiträume in dem Estimator berücksichtigen kann, auch das ausführlich in dem Installationsvideo, weil man hat zum Beispiel die Möglichkeit, über den Broker eine längere History einzulesen. Man kann auch über externe Quellen
auf andere wie Tick History, was es gibt, andere Zeitreihen sich runterladen und damit den Estimator mal durchspielen. An dieser Stelle sei zum Beispiel auch erwähnt, dass es sehr interessant sein kann, wenn man nämlich den Stereo Trader einfach mal lange Zeit durchlaufen lässt, dann sammelt der Stereo Trader, also der Metatrader, der sammelt die Daten der Vergangenheit, er speichert sie auf dem Rechner. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Wert über mehrere Monate durchgehandelt habe, habe ich automatisch von dem Broker die insgesamt vorliegenden Daten gespeichert und kann dann dementsprechend mit diesen Instrumenten noch wesentlich präziser diese ganze Sache machen. Ja, das soll das mal in diesem Fall gewesen sein. Wir schauen uns noch einen zweiten Wert an, wo es sich ähnlich verhält. Nehmen wir mal den Euro-Stocks. Packen uns hier ein Chartfenster rein. Holen uns die Sportstrategie dazu. Na, so, warum wird er mir jetzt hier nicht angezeigt? Das ist dann immer so ein... Ach, wahrscheinlich, weil ich ihn hier schon habe. Moment. Genau, wahrscheinlich, weil ich ihn hier schon drin hatte. So, macht jetzt aber nichts. So, schauen wir uns das Ganze an. Nun, das ist der Euro-Stocks mit dem Estimator. Haben wir einen Handelszeitraum, einen Tagesteil, was ich jetzt persönlich mal für mich getrackt habe, von 107 Tagen. 107 Tage im Estimator drin, auf der 15-Minuten-Ebene von 9 bis 10 Uhr, bringt sowohl Long als auch Short. Wenn ich zum Beispiel mit meinem fixen TP arbeiten würde, so wie ich die Sportstrategie handle, das Ergebnis 210 Punkte Verlust. Ja, damit hat sich eigentlich nach der Sportstrategie schließt es sich schon aus, dass man diesen Wert ja handeln sollte. Oder? Ja, eigentlich schon. Und auch hier können wir wieder jetzt die extreme Stärke des Stereo-Traders ausspielen. Ich spiele einfach mal mit den Werten und sage, hey, was passiert denn, wenn ich einen längeren Zeitraum nehme als Berücksichtigung? Weil das vielleicht im Euro-Stocks einfach anders tickt als im DAX, als in den großen Indizes, die ja an den einzelnen Börsen generiert werden, ist der Euro-Stocks ja etwas Europäisches. Das ist eine andere Zusammensetzung. Vielleicht ticken dann die Märkte eigentlich anders, weil einzelne verschiedene Handelsplätze in den Euro-Stocks eingreifen. Nehmen wir mal die 11. Nun, wenn wir die 11 Reihen von 9 bis 11 nehmen, sehen wir schon direkt, wow, von 230 minus oder 210 minus auf 65 minus. Okay, gehen wir noch mal eins weiter. Nehmen wir mal die 12 Uhr. So, und siehe da, mit einem Mal wie von Geisterhand habe ich aus dem offensichtlichen Minus von der Bewegung 9 bis 12, wenn ich eine Bewegung einfach zugrunde lege, von 9 bis 10, Entschuldigung, und das ganze Fenster ausdehne auf 9 bis 12, habe ich aufgrund der letzten 107 Tage mit einem Mal mit einem festen TP und meinem Stop-Loss von 100% nachgezogen, habe ich mit einmal doch eine recht gute Quote. Ich habe zwar nur einen Profit Factor von 1,15, aber das führt zu einem gesamten Gewinn von 106 Punkten bis 12 Uhr. So, und wenn ich jetzt noch mal hinschaue und sage, okay, was ist denn, wenn ich das Ganze nicht mit dem fixen TP handle, sondern mit dem getradeten TP handle? Klar, jetzt habe ich gar kein TP mehr vorgenommen, deswegen wandert das sofort wieder ins Negative, weil ich ja kein Ziel mehr habe. Und nun gehe ich ins Trailing und habe mit einem Mal, mit einem maximalen Drawdown, den ich hier sehr schön sehen kann, von, wenn ich mir jetzt nicht vertue, ist der hier 95 Punkte. Das muss ich also einkalkulieren in mein Risikomanagement. Ich hätte also durchaus hier in der Phase, da gab es eine Phase, wo ich halt dementsprechend Verlust gemacht habe, hätte ich insgesamt 95 Punkte verlieren können.
so groß muss dann halt auch meine Risikobereitschaft sein. Wäre ich also irgendwo hier damit begonnen, hätte ich auch ein paar Tage hintereinander kräftig Geld verlieren können mit den CFDs. Ja? Aber unterm Strich hätte ich mich daran gehalten, wäre ich dabei geblieben, wäre das aktuelle Ergebnis nach 107 Tagen momentan ein Plus von 164 Punkten. Was ist noch wichtig? Noch wichtig ist auf jeden Fall die gewählte Zeiteinheit. Wenn ich das Ganze zum Beispiel mir im 1-Minuten-Chart anschaue, kommt das ganze Ergebnis nicht hin. Weil über die letzten 50 Tage, dadurch, dass ich viel zu schnell, nämlich jede Minute, meinen Stop nachziehe, werde ich früher ausgestoppt. Je größer ich die Zeiteinheit wähle, das lässt sich hier wieder schön nachvollziehen, desto größer wird mein Erfolg, weil ich einfach träger im System reagiere. Das heißt, ich habe natürlich zum einen, weil ich eine lange Zeiteinheit wähle, ich habe auch große Bewegungen, die ich mir anschaue und mitnehmen kann. Aber wie gesagt, mein Stop-Loss wird ja auch dementsprechend erst langsamer nachgeführt. Weil wir haben natürlich gerade im Falle von langen, schnellen Kerzen von Stellenanstiegen, oftmals, das kennt jeder Trader, dass wir auch mal eine Korrektur haben, die meistens oder zumindest mal schnell 50% der Bewegung ausmacht. Ja. Und dann können wir halt hier wieder hingehen und nochmal schauen, was ist denn, wenn ich einen Wert von 1 nehme? Verbessert sich sogar noch mein Ergebnis. Was ist ein Wert von 0,7 zum Beispiel? Verschlechtert sich mein Ergebnis. Ja. Also interessanterweise, 0,5 bringt ein besseres Ergebnis als 0,7, 1 aber besser als 0,5. Also es schwankt. So, und dadurch, dass ich diesen Schnellestimator habe im Stereo-Trader, bin ich sofort in der Lage zu erkennen, immer vorausgesetzt, ich habe eine Zeit, eine Datenbasis, die möglichst lang zurückgeht, kann ich einfach hingehen und schauen, wow, wo habe ich denn meine Setups? Ja? Also wo sind profitable Setups zu finden? In welchen Märkten, wo sollte ich agieren? Und deswegen habe ich bewusst heute mal diese beiden Werte rausgenommen. Ja, hier noch besser. Ja? Wenn wir den Yen-Pfund auf 15 Minuten das Ganze handeln, statt auf der 5 Minuten, verbessert sich das Ganze sogar noch fast wieder um 100 Ticks. 150, 265. Vielleicht macht es sogar Sinn, das Ganze auf 30 Minuten auf eine Stunde zu handeln. Wie gesagt, das ist die Mächtigkeit des Sport-Add-ons. Ich habe gezeigt oder ich zeige, und das werde ich auch weiterhin tun, weil es meine persönliche Philosophie ist, wie man dauerhaft, langfristig eine gute Performance erzielen kann, indem man die Werte so handelt, wie ich es auf meiner Webseite tue, wie ich es immer wieder Woche für Woche in meinem Setup zeige, was das Trading betrifft, mit den Futures, die ich handle, mit den Instrumenten. Dass man das Ganze so umsetzen kann, wie ich es jetzt hier auch nochmal gezeigt habe, mit anderen Instrumenten, mit Forex-Handel, mit Instrumenten oder sogar vielleicht mit einzelnen Werten, wo genügend Liquidität ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Und durch diesen schnellen Estimator, durch dieses Backtesting, was 1:1 Realtime erfolgen kann, habe ich ein ganz, ganz mächtiges Tool, wo ich diese Strategie einfach einsetzen kann, nämlich nichts anderes als zu sagen, aus einem Zeitfenster X, um es mal zu pauschalisieren, kann ich ableiten, was in einem Zeitfenster Y unter Umständen passieren kann. Und wenn das einen positiven Erwartungswert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es auch dauerhaft funktionieren wird. Wie man sich wo was aussucht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, das Schöne ist nur, dass man diese Möglichkeiten hat und über den Estimator schnell sehen kann, wow, wo lohnt es sich, wo macht es Sinn? Ja, wenn ich das Ganze nur mit dem, hier zum Beispiel nochmal, wenn ich das Long und Short mache, verschlechtert sich mein Ergebnis. Wenn ich mal das Ganze nur Short so mache, habe ich den Wert. So habe ich den Wert
mit einem TP, mit einem festen TP. So. Ja. Und ich kann natürlich auch hingehen und zwei separate Fenster definieren, so wie ich es hier gerade gemacht habe. Das lasse ich jetzt weg, weil mir die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. Kann ich das separieren? Also ich kann zum Beispiel ein Setup machen für Long und eins für Short. Also wenn ich halt sehe, dass mit dem Trailing auf der Long-Seite 265 Ticks gemacht werden, kombiniert so nur 199, dann lasse ich natürlich mit dem Setup das Short-Traden sein und mache zum Beispiel separat auf der Short-Seite wenn ich denn halt auf der Short-Seite auch mitmachen möchte überhaupt im Pfund, Yen, ein folgendes Setup, das ist dann auch profitabel. Das heißt, ich gewinne zusätzlich noch das an Extra-Quote. Hab allerdings, und das muss man sich gut überlegen, ich gewinne am langen Ende, wenn ich konsequent dabei bleibe, habe aber auch hier einen größeren Drawdown. Das sollte man berücksichtigen. Ja? Oder ob man halt sagt, hey, nö, das mache ich nur auf der Long-Seite. Ich kann es ja tagtäglich überprüfen, ob mein Ergebnis so gut bleibt. Aber wie gesagt, über die letzten 44 Tage im Bund Future, im Pfund Yen hier zum Beispiel anhand dieses Werts ein äußerst positiver Erwartungswert. Hier nochmal die 107 Tage im Stocks, weil ich sie auch mal gecheckt habe bei FX Flat. Wie wäre denn das Ergebnis gewesen? So kann man ganz schnell damit spielen. Und wenn ich das Ganze dann handeln möchte, kann ich einfach auf Auto-Trading gehen, aktiviere das Ganze und schon würde automatisch nach dem Setup ab sofort das Ganze mit meiner Positionsgröße, die ich handeln möchte. Die sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen. Hier nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, nehmt euch den Wert, schaut ihn an, geht auf die Markt-Specifications, und da könnt ihr dann sehen, okay, wie ist denn die Lot Size, was muss ich hinterlegen, welche Swaps werden gerechnet, was sind die Margin, die notwendig sind, wann sind die Handelszeiten, sind die deckungsgleich mit meinen Einstellungen hier, passt das Ganze überhaupt? Und wenn das Ganze vom Risikomanagement dann passt, steht dir nichts mehr frei, dann könnt ihr eure Strategie, so wie sie für euch gewählt habt, jederzeit aktivieren. Also ihr seht rundherum ein ganz mächtiges Tool. Und jetzt würde ich sagen, an der Stelle, ja, Feuer frei, Fragen, Anregungen, noch ein paar Minuten Zeit, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen zu besprechen. Ja, Olli, vielen Dank erstmal für deine Ausführungen. Es sind schon zwischenzeitlich einige Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, ob du die auch lesen kannst. Ansonsten ja, würde ich die kurz vorlesen. Ich muss mal schauen. Also ich habe unter Fragen, sehe ich hier, wenn ich das aufklicke, sehe ich leider nichts. Ah, okay. Gut. Es sei denn, ich kenne mich auch nicht so noch nicht so super gut aus damit. Sonst liest doch einfach kurz vor und wir gehen so drauf ein, wenn es möglich ist. Genau. Es war gerade eine Frage, die kam so gegen Ende. Frage an Oliver, wenn ich nicht traile, sondern normal handel mit 50% oder 100% Target, dann muss das Ergebnis doch immer identisch sein, egal ob im M1, M5, M15 oder ja, in einer anderen Zeiteinheit. Oder liege ich da falsch? Ja, weil der Unterschied da ist, der Stereo-Trader, wie auch die Sportstrategie generell, ich versuche das jetzt gerade mal irgendwo hier, hier habe ich mal, ja, jetzt kann man es natürlich sehr schwer, also der Trigger wird immer auf dem Bar-Close erhoben. Ja, das heißt also, wenn der Bar geschlossen wird, dann wird geguckt, habe ich da ein Entry oder ein Exit, ein TP oder nicht. Je größer die Zeiteinheiten sind, desto eher kann der Wert davon abweichen. Also man sieht ja zum Beispiel hier, ganz kurioserweise, wir haben hier einen Short Trade. Wir sind dann hier raufgelaufen. Und da diese Kerze hier geschlossen hat, die nächste Kerze hat hier eröffnet, ist dann relativ schnell, also hat hier eine kleine Bewegung gemacht, ist dann hier raufgelaufen. Deswegen wurde im M15
kein weiterer Short Trade mehr eröffnet. Nehme ich den M1, ich versuche, guck mal, ob ich das so schnell jetzt finde, damit möchte ich das verdeutlichen. Nehme ich den M1, das ist das, was in kleinen Zeiteinheiten im selben Zeitraum passiert ist. Dann habe ich hier einen Re-Entry gehabt auf der Short-Seite. Das heißt, ich hätte hier nochmal Verlust gehabt, weil ich ja hier dann letztendlich in dieser Aufwärtsbewegung nochmal ausgestoppt worden wäre. Das ist der feine Unterschied. Und das passiert dann, weil geschaut wird, wann wird denn ausgelöst. Und deswegen macht es Sinn, durchaus diesen Estimator mal zu verwenden, auf den einzelnen Zeiteinheiten, die man als Trigger anwenden will, auszuführen, um zu schauen, wo ich in dem Instrument unter Umständen die besseren Ergebnisse bekomme. Das ist eine Sache, da kann man, ja, das muss man sehr ausführlich mal hinterfragen, weil es immer auf Schlusskursbasis passiert. Hallo? Ja, okay, also für mich ist es logisch, die Erklärung, und ich denke auch, dass du es auch super erklärt hast und für den Teilnehmer. Man kann es sehr schön, genau, man kann es sehr schön erkennen an diesem 1-Minuten-Fenster hier, verglichen mit dem 15-Minuten-Fenster. Ja, also wie gesagt, hier sind nur grüne Kerzen aufsteigen, deswegen kein Short-Entry. Im 1-Minuten-Fenster wäre es passiert. Das verändert natürlich das Gesamtergebnis für den ganzen Tag. Genau. Okay, okay. Vielen Dank. Dann eine Frage von einem Teilnehmer. Gibt es ein Forum, in dem man sich zu solchen Experimenten mit den Parametern austauschen kann? Derzeit nicht. Es gibt meine Sportgruppe bei Facebook, es gibt die Sportseite. Das ist aber alles ein bisschen ja, ungeschickt, sage ich mal so, weil halt viel verloren geht. Ich bin derzeit daran, auch ein Forum zu installieren auf meiner Webseite für alle. Und das wird auch dann nach Instrumenten oder nach Interessenslagen und nachdem, welche Software man nutzt, aufgeteilt werden. Ich bin da schon sehr weit, wird noch ein paar Wochen dauern. Ich denke mal, vielleicht jetzt Oktober, wenn es September wird, dann bin ich froh. Habe ich alles in Vorbereitung, dann wird es das geben. Das wird natürlich dann erfahrungsgemäß, weil es halt den Leuten vorbehalten ist oder vorbehalten sein soll, je nachdem, mit welchem Softwarepaket sie da arbeiten, damit es nicht zu sehr ausgefranst wird und da auch wirklich fundiertes Wissen zustande kommt durch die Leute, die das wirklich damit arbeiten. Aber ist geplant von mir, dass dann Austausch dann stattfinden kann, weil das meiner Meinung nach das Beste ist. Okay. Ja, es ist halt wirklich so, ne? Einfach, wenn im Forum sich einfach unterhalten wird, dann ja, kann das auch schnell in eine falsche Richtung laufen. Ne? Also es ist immer gut, wenn das irgendwie begleitet werden kann oder man da selber auch noch mit kommentieren kann zum Beispiel. Also zum Beispiel, ich habe das so, wenn man sich auf meiner Webseite registriert, da frage ich zum Beispiel vorab schon ab, ob jemand aktiver Händler ist oder Trader ist, Investor ist. Und wenn ja, kann man freiwillig angeben, welche Software man nutzt. Und darauf schon alleine basierend wird es in Zukunft so sein, dass man auch nur auf Foren Zugriff hat, die überhaupt sich mit diesen Software wie FX Flat, wie MetaTrader, wie Agena Trader oder andere Trading-Plattformen, die sich damit beschäftigen, weil das schließt dann automatisch aus, dass da Beiträge reinfließen, die sich überschneiden, wo ein anderer zum Beispiel kein Interesse dran hat. Ja. Gut. Ja, dann war ein Beitrag, da ging es aber eher um diesen Estimator, wo du die Performance vorgestellt hast. Ja, das war, sieht so aus, als wenn die Performance nur aus einem Trade entstanden wäre. Gut, das ist jetzt, war nur eine Anmerkung, denke ich jetzt, eine von vielen Einstellungen. Okay, wenn ich hier zum Beispiel mal schnell nochmal zurückgehe, auf den Estimator anmache, so, hier zeigt er mir ja an, immer in dem Estimator, in der Auswertung, auf wie viel Tagen das basiert. Und dementsprechend kann das nicht das Ergebnis aus einem Tag sein. Ja, ich glaube, der Teilnehmer meinte, vielleicht war jetzt ein Tag, den man sehen konnte im Chart, auch so gut, dass der Tag alleine auch ausgereicht hätte, um diese Punkte zu erzielen. Aber ja. Das kann durchaus sein, klar. Kann natürlich mal passieren auch, ne? Ja, klar. Ja, klar. Dann, auf welcher Software eignet sich die Strategie besser? MT4 oder Agena Trader?
Eignet sie sich auch für Aktien oder nur FX oder Indizes? Das war noch eine Frage, die kam am Anfang. Ich denke, danach hast du ja auch gezeigt, dass man es auch in Währung und so anwenden kann. Aber vielleicht Also wie kannst du darauf gesagt, noch eingehen. also ich habe es in Einzelwerten überhaupt nicht getestet. Fakt ist mal eins, es macht keinen Sinn, in irgendwelchen, irgendwelchen kleinen Nischenplayern zu handeln, wo keine Umsätze stattfinden. Wichtig, und das hatte ich in der Theorie letzte Woche auch schon gesagt, für mich sind nur die Werte überhaupt interessant oder Instrumente interessant, die über genügend Liquidität verfügen, dass ich jederzeit, egal mit welcher Size ich da arbeiten will, rein und raus kann. Das ist ein wichtiger Punkt 1. Das zweite ist die Volatilität, die muss einfach da sein, mit der Liquidität verknüpft. Und das ist erfahrungsgemäß der Forex-Markt oder die großen Major-Indizes, die einfach nur über diese großen Marktbewegungen und auch das jederzeit rein und raus können, verfügen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir zum Beispiel einen DAX 30 anschaue, einen Dow Jones, oder einen Eurostoxx auch die Einzelwerte daraus nehme, mag es sein, da bin ich auch in the long run dabei, das mal zu eruieren, durch systematisches Analysieren, dass auch Einzelwerte durchaus in Frage kommen können. Und auch, aber wie gesagt, das ist ja möglich, dass jeder, der sich damit beschäftigen möchte, für sich selber mal herausfinden kann mit dem Paket. Okay, und ich denke, die Unterschiede zum Agena Trader werden ja auch dann im nächsten Webinar klar, was Genau, dann genau in einer genau. Woche stattfindet. Mal Genau, das dann nochmal. wieder zur Genau. gleichen Uhrzeit um 18 Uhr. Dann kann man vielleicht abschließend nochmal das Ganze dann, also nochmal drüber, ein paar Minuten drüber sprechen, oder gegebenenfalls halt wie auch immer noch, ja, dann hat man aber einen Vergleich nächste Woche, dann wird das vielleicht auch klarer. Das macht jetzt, denke ich mal, keinen Sinn, über die Vorteile oder Nachteile des Agena-Traders zu reden, wenn wir es noch gar nicht behandelt haben. Dann kommt noch eine Frage, hat der Stereo Trader eigentlich auch einen Scanner, wie zum Beispiel der Agena Trader, um viele Aktien gleichzeitig zu scannen? Ist mir jetzt persönlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf das Sportpaket im Stereo Trader kann ich meiner Meinung nach nicht, weil, ich sage jetzt mal so salopp, meiner Meinung nach nicht, weil der Stereo Trader ja auf den MetaTrader derzeit beschränkt ist. Ich weiß nicht, was es da Neues mit MetaTrader 5 geben wird, aber dementsprechend ja auch der Horizont da beschränkt ist auf die Werte, die von den jeweiligen MetaTrader Broker, also das Universum, was angeboten wird. Und ein Scanner ist mir jetzt in der Form nicht bekannt, zumal ich ja auch nur die Werte sortieren kann nach gewissen Feldern, die ich vorgeben kann. Also wenn es dann Add-on gibt vom Stereo Trader, also in Kombination mit dem Sportpaket macht es weder Sinn aufgrund der, ja, der Überschaubarkeit. Es gibt, also da muss ich jetzt doch einmal kurz vorgreifen, diese Scanner-Funktion. Die gibt es natürlich in der Tat aufgrund des wesentlich größeren Universums die Möglichkeiten, das mit dem Cap Trader, zum Beispiel Agena Trader in der Kombi zu machen. Da kann ich also ganze Märkte auch mit Sportstrategie komplett scannen und auch sagen, filter mir alle Werte, die eine große, eine kleine Range haben, was auch immer. Aber nächste Woche dazu mehr. Okay, ja, das waren die Fragen, die ich jetzt hier hatte. Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Frage jetzt noch zeitnah rein. Es dauert ja mal ein bisschen, bis man die eingetippt hat hier im Chat. Ansonsten haben wir die soweit abgearbeitet. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Oliver, für das sehr, sehr interessante Webinar und für die Vorstellung der Strategie und der Herangehensweise und der Umsetzung mit der Stereo Trader Software. Ja, testen Sie einfach mal den Stereo Trader, ne, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, die Möglichkeit haben Sie über die FXWett-Homepage, dort das Ganze auch mal in einem Demokonto auszuprobieren und ja, dann natürlich gerne auch das Sportpaket vom Oliver. Ja, ich sehe, es kommen keine Fragen mehr, dann würde ich sagen, beende ich auch die Aufzeichnung, wenn noch was reinkommen sollte oder auch im Nachgang, ja, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, rufen Sie uns an, wir sind jederzeit für Sie da, um dann auch Genau. noch im Nachgang Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank, Oliver. Ich gebe aber noch gerne zu dir rüber. Ja, auf meiner Seite bleibt nur vielen Dank zu sagen fürs Zuschauen. Wie gesagt, testen Sie es, probieren Sie es aus. Es ist ja noch nicht mit irgendwelchen großen finanziellen Aufwand verbunden für die Demo-Version. Und es gibt eine Menge Dinge, die ich auch als Feedback von Tradern bekomme, wo, also zum Beispiel dieses Modell Pfund und Yen, da bin ich von einem anderen Trader draufgebracht worden, der das Sportpaket
effizient einsetzt und mir gesagt hat, schau dir das mal an, damit verdiene ich seit Wochen Geld. Ich habe es mir angeschaut, ich habe es auch umgesetzt und es funktioniert. Ja, und da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge andere Werte noch. Und meine Intention ist einfach mit diesem mächtigen Tool, sowohl für den Agena-Trader als auch für hier den Meta-Trader, zukünftig eine Community aufzubauen, wo man sich gegenseitig austauschen kann, indem man halt dann die interessanten Instrumente wirklich mit dem Sportpaket handeln kann. Und dass es funktioniert, zeigt halt mal wieder, legen Sie mal die Range in einen einzelnen Wert rein. Sie werden überrascht sein, wie oft diese Marken wirklich angelaufen werden. So, das soll es gewesen sein. Super, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Abend. Dir auch, Oliver, einen schönen Abend. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Wiedersehen.